öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Wohin geht die Reise? Wir wissen, es besteht Reformbedarf, aber welcher? Darüber haben wir heute gesprochen mit Vertreterinnen und Vertretern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, privater Medien, der Gremien, aber eben auch der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler. Die Medien insgesamt stehen unter einem großen Veränderungsdruck. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wie die privaten Medien und unsere Demokratie und die Diskussionen verändern sich im Land. Wir wollen gute private Medien und einen guten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und deswegen arbeiten wir eben auch in dieser Kommission und haben diese Kommission auch zusammengesetzt. Es soll und es darf in Deutschland keine demokratiefreien Zonen geben. Wenn sich eine Volkspartei wie die CDU mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk beschäftigt, kann das nur gut für uns sein. Und insofern freue ich mich sehr auf den Austausch heute mit Ihnen. Wir brauchen auf jeden Fall eine aktive Aufnahme des Gestaltungsauftrags seitens der Politik. Sehr zu begrüßen, dass Sie das intern angestoßen haben und dann auch natürlich in die Länderarbeit reingeben werden. Es gibt keinen Anspruch auf Quotenorientierung, sondern der spezifische Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks besteht gerade darin, ein Gegengewicht zur kommerziellen Seite zu sein und muss nicht immer nur nach Reichweite schauen. Ihr habt das Privileg, diesen Job machen zu dürfen. Ihr müsst Meinung und Vielfalt sichern und ihr müsst die nächsten Generationen erreichen. Und wir werden ganz genau danach gucken, ob ihr das schafft. Und das ist das Privileg dieses Auftrags. Und das war heute ein toller Auftakt und wir haben ganz viele Stimmen gehört. Und so sieht CDU-Politik aus, dass wir ganz viele verschiedene Positionen auch zu Wort kommen lassen. Wir brauchen, und das sage ich auch wiederum als geborener Ostdeutscher, eine Medienlandschaft, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Gänze nicht nur stabil hält, sondern auch Entwicklungstendenzen so aufnimmt, dass wir eine Chance haben, gemeinsam diese Demokratie zu sichern.